Liebe Zuschauer, nach 30 Jahren sitze ich wieder vor einer Filmkamera statt vor einem reellen Publikum. 1990, kurz nach Rumäniens Grenzöffnung, habe ich die Redaktion der deutschen Sendung des neu gegründeten Fernsehstudios in Temeswar übernommen. Doch damals hatte ich einen Kameramann, der die Beiträge für unsere zweistündige Sendung gefilmt hat. Diese wurde dann wöchentlich ausgestrahlt. Heute ist es eine GoPro-Kamera, vor der ich mich befinde und meinen Beitrag über das Internet sende. Das Thema der diesjährigen, wegen der Pandemie zum ersten Mal auf Video aufgezeichneten Kulturtagung, hat zum Thema, dass die illegale und legale Auswanderung über die Grenze von Rumänien nach Deutschland über die Zwischenstaaten. Darüber ist schon viel geschrieben worden. Die beste Dokumentation mit über 100 Schicksalen ist in zwei Bänden unter der Redaktion von Johann Steiner und Doina Magetz 2008 bzw. 2010 unter dem Titel Die Gräber schweigen, Berichte von der blutigsten Grenze Europas erschienen. Sie behandeln die Grenzübertritte entlang der 994 Kilometer langen Westgrenze, davon 448 Kilometer zu Ungarn und 546 zu Serbien, davon 290 Kilometer Donauverlauf im Süden. Doch zuerst ein Gedicht. Grenzen sind allüberall, auf der Erde und im All, in uns selber innen drin und an Sachen ohnehin. Mensch hat auf der ganzen Welt selbst auch Grenzen aufgestellt. Diese müssen wieder weg, denn sie haben keinen Zweck. Man kann sie auch erweitern und kann daran auch scheitern. Darum, o Mensch, bemühe dich und bleibe nicht nur durchschnittlich. Tückenhaft an Grenzen ist, dass man sich an ihnen misst. Geh an deine Grenzen ran, bis du kommst ganz drüben an. Mit dem Thema Grenze beschäftige ich mich schon länger. Ich bin an der damals noch jugoslawischen, heute rumänisch-serbischen Grenze in Hatzfeld geboren, wo überall Grenzsoldaten standen, am Bahnhof, auf der Landstraße, in einer Stadt umgeben von Grenzen im Süden, Westen und Osten. Nur in Richtung Norden grenzte der Ort an Rumänien. Immer wieder hörte man auf der Straße von geglückten, leider häufig auch von missglückten Grenzüberschreitungen. Die gestellten Grenzläufer wurden immer wieder von den Grenzsoldaten in Handschellen und Fußfesseln durch die Stadt geführt, erniedrigt, beschimpft und letzten Endes auch zu Monate- oder jahrelangen Haftstrafen verurteilt. All das sollte Nachahmer von weiteren Grenzüberschreitungen abschrecken. Es kursierten abenteuerliche Narrative, die man allerdings nicht überprüfen konnte. So erzählte man, dass bei einem Grenzübertritt einer Katze ein Transistorradio umgebunden wurde, um sie vor dem Niemandsland freizulassen und dadurch die Soldaten entlang der 2,5 Kilometer langen zu überwachenden Grenzstreifens, den ein Grenzer zu bewachen hatte, in die Irre zu führen und abzulenken. Andere Geschichten erzählten von Fluchtversuchen, bei denen Menschen auf Fahrende, teils auch auf Güterzüge in Richtung Jugoslawien gesprungen sind oder die Grenze bei Nacht und Nebel durch Aufleuchten von Taschenlampen die Grenzbeschützer an einer falschen Stelle vorgeführt wurden. Andere wieder sollen durch den Einsatz von Sexheftchen die Soldaten abgelenkt haben und bei Erntearbeiten in der Nähe der Grenze diese überschritten haben. Je strenger die Grenze bewacht wurde, umso erfinderischer wurde die Kreativität der Menschen, um die streng überwachte westliche Außengrenze des kommunistischen Rumäniens zu überwinden. An der Donau, bei Drobeta Turnu Severin, wo ich 6 Jahre lang Lehrer war, erzählte man sich andere abenteuerliche Geschichten. Mit einem unter dänischer Flagge segelndes Boot soll eine Flucht über die Donau stattgefunden haben. Erst auf jugoslawischer Seite hisste der Flüchtling die rumänische Flagge und bekannte Farbe. Gasflaschen mit Düsen versehen dienten als Antrieb für Schlauchboote, mit deren Hilfe man bei Nacht die Donau überquert hatte.
Leider hatte die Flucht entlang Europas zweitlängsten Fluss, nur die Wolga ist länger, nicht immer einen glücklichen Ausgang. Während man nicht selten in den Turbinen des Wasserkraftwerks am Eisernen Tor Leichen bergen konnte, mussten in jeder Zeit entlang der jugoslawischen Grenze nicht selten Flüchtlinge mit Schussverletzungen auf den Äckern geborgen werden. Deshalb stellte ich mir schon früh die Frage, was ist eine Grenze, was heißt Grenzüberschreitung? Ich recherchierte und fand heraus, dass die Grenze allgegenwärtig ist in der Philosophie, die die Grenzen der Erkenntnis erkundet, in den Naturwissenschaften, die die materiellen Gegebenheiten abgrenzt, und in den Geisteswissenschaften, die sämtliche geistigen und seelischen Begrenzungen erforscht. Die Römer hatten dafür einen Gott, Terminus, der die Grenze symbolisierte. Allerdings fehlt aber bislang eine Wissenschaft der Grenze als ubiquitäres Phänomen. Diesen habe ich viele Stunden, Monate und Jahre gewidmet, um eine Übersicht über ein Gebiet zu verschaffen, das zwar bekannt ist, aber in seiner Komplexität noch nicht systematisiert ist. Dafür habe ich einen Namen gefunden, die Oriologie, wobei im Griechischen Horios Grenze bedeutet. Horologie könnte irreführen und auf das lateinische Hora, Stunde, also Zeitmessung hinweisen. Der Begriff Orologie, vergleichende Gebirgskunde, ist auch schon besetzt. Terminologie ist ein Bereich der Sprachwissenschaft, wobei ein Terminus Begriff bedeutet, der einen Wortsinn begrenzt. Wie definiert man nun eine Grenze? Die Grenze ist eine zeitliche, räumliche, geistig-informationale bzw. materiell-energetische Übergangszone oder manchmal auch nur gedachte Linie zwischen zwei klar definierten Seienden bzw. Seinszuständen oder zu einem Nicht-Seienden. So überschreitet ein Neugeborener die Grenze von Fötus als Teil seiner Mutter zum Baby als selbstständiger Körper. Kinder sind Kandidaten zur Menschwerdung, meinte Jean Piaget und grenzt damit die Kinder von den Erwachsenen ab. Den Übergang über eine Grenze nennt man Transit, räumlich gesehen, oder Transition, zeitlich gesehen. Das Phänomen der Überschreitung ist die Transzendenz, es überschreitet die Vorstellungskraft. Transcedere, Transzendenz, das Überschreiten einer Grenze, ist ein einschneidendes Ereignis für ein Seiendes, also auch für einen Menschen, das sowohl eine Katastrophe markieren kann, Eruption, Revolution, Tod, als auch eine Erlösung von einem traumatisierten Erlebnis sein kann. Der die Grenze überschreitet, nannten die Griechen Hyperion. Er ist der Held, der über Grenzen geht. Sie überschreitet, Hyperorion. Er ist sowohl bei Hölderlin, Hyperion oder der Eremit in Griechenland, als auch bei Eminescu, im Luciferul, der Abendstern, eine zentrale Gestalt. Auch daraus lässt sich eine Wissenschaft, die Hyperionik, konstruieren, an der ich auch arbeite. Transfer heißt von einer Entität in die andere wechseln bzw. übertragen, also auch eine Grenze überschreiten. Auch Zusammensetzungen des Begriffes sind relevant. Der zehnbändige Duden nennt 840 Wörter und das Grimmsche Wörterbuch bringt sogar 927 Zitate dazu. Hier ein paar Beispiele. Das Thema der Obergrenze ist ein Thema der Politik, Seehofer, Merkel. Seit dem Krisenjahr 2015, besonders in Bezug auf Flüchtlinge, die Deutschland aufnehmen könne. Oder Grenzwerte sind bei Medikamenten, Vitaminen, Alkohol, Drogen und so weiter zu beachten. Genauso gibt es im Sport obere und untere Grenzen. Sind die Labordaten grenzwertig? Ist die Gesundheit in Gefahr? Und eine nähere Untersuchung ist zu empfehlen. In der aktuellen Pandemie werden wir ständig mit Zahlen gefüttert, die Grenzwerte überschreiten, doch wie diese Grenzwerte bestimmt werden, ist unklar. Von der Bevölkerung wird verlangt, sich abzugrenzen, Abstandswahrung, Social Distancing, Neudeutsch, Gruppen zu begrenzen und so weiter.
Die Lebensplanung läuft meist unbewusst, wird oft dem Zufall überlassen. Erst wenn ein Schicksalsschlag oder eine Grenzerfahrung eintritt, Tod einer geliebten Person, Krankheit, Finanzkrise, Nahtodeserfahrung oder Jobverlust, wacht der Mensch auf, denkt über sich selbst nach. Genauso die Menschheit. Erst wenn eine Katastrophe eintritt, natürlich oder selbst verursacht, Vulkan, Erdbeben, Flut, Pandemie, Krieg, kommt es zu Änderungen oder Revolutionen. Menschen nehmen die Umwelt nämlich nur begrenzt wahr. Das Lichtspektrum, Strahlungen, Gehörspektrum, die dunkle Materie oder Energie, die 95% des Universums ausmachen, sind durch unsere Sinne nicht wahrnehmbar. Die Reihe könnte unendlich und grenzenlos fortgesetzt werden. Der Staatsrechtler Josef Isensee schrieb in seinem Buch Grenzen zur Territorialität des Staates folgendes, ich zitiere, die Definition der Grenze mag lauten, Grenze ist eine gedachte Linie, die aus einer vorhandenen Materie einen Teil herausschneidet, diesem eine bestimmte Gestalt verschafft und dadurch als eigenen Gegenstand konstituiert, genauer als Gegenstand menschlichen Begreifens und Beherrschens. Diese Definition der Grenze von ihrer Funktion her führt auf eine Definition von ihrem Sein her, auf die ontologische Grenze, wie Aristoteles sie bestimmt. Grenze heißt das Äußerste, Eschaton, eines jeden Gegenstandes sowohl als Erstes, außerhalb dessen nichts, als auch als Erstes, innerhalb dessen alles ist. Die Grenze ist also kein Teil von dem durch sie getrennten Entitäten, daher der Begriff Niemandsland. Und weiter, der Mensch ist seiner Wesensverfassung nach auf Grenzen angewiesen. Mit dem gleichen Recht, mit dem er als politisches Wesen definiert wird, könnte man ihn auch als grenzbedürftiges Wesen kennzeichnen. Sein Freiheitsdrang erfüllt sich nur innerhalb von Grenzen, den Selbstgesetzten wie den Vorgegebenen, deren sensibelste die Freiheit des anderen ist. Alles, was ein jeder denkt und plant, besitzt und wahrnimmt, hält sich im Horizont der begrenzten Möglichkeiten seiner Gattung. Als Individuum muss er seine eigenen Grenzen erkennen, aber er vermag noch nicht einmal diese auszuschöpfen. Vielmehr muss er sich seinerseits Grenzen ziehen und mit einem Segment der Möglichkeiten begnügen, um überhaupt etwas von dem zu verwirklichen, was er an sich leisten könnte und leisten möchte. So misst er ein Stück Raum aus, um sich in ihm einzurichten, und so teilt er seine Zeit ein, damit er sie nutzen und über sie verfügen kann. Nur was umgrenzt, bekommt er praktisch wie theoretisch in den Griff. Grenzen dienen dazu, die Fülle der Erscheinungen zu klassifizieren und die Vielfalt der Vorstellungen in ein System zu bringen. Der Forscher begibt sich auf die Suche nach der ihm zugänglichen Wahrheit, indem er seine Gegenstände markiert, seine Ziele beschränkt und sich auf eine bestimmte Methode konzentriert. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Das gilt für die Wissenschaft, für das Handwerk, wie für die Kunst, für den Lebensalltag. Zitat geschlossen. Soweit Josef Isensee. Im Leben muss man deshalb eine Stufe, eine Dimension höher steigen, um einen Überblick zu bekommen. Werde vom Frosch, begrenzt, zum Adler, quasi unbegrenzte Sicht, erweiterter Horizont, erweiterte Grenze. Der Begriff ist sehr aktuell. Thilo Sarrazins umstrittener 2020 erschienener Bestseller, Rang 2 in der Spiegel-Bestsellerliste, behandelt den Staat an seinen Grenzen. Er bezieht sich, wie fast alle seine Bücher, auf die Aufnahmegrenzen des deutschen Staates. Die erste detaillierte Monographie hingegen, die die Staatsgrenzen beschreibt, erschien in diesem Jahr von dem Historiker Alexander Demand. Und um dieses Problem geht es ja in dieser diesjährigen Kulturtagung des Landes Baden-Württemberg.
Es ist auch die am besten erforschte Bedeutung des Begriffes, das von Historikern und Rechtsgelehrten, besonders im internationalen Recht, viel kommentiert wird. Die Literatur dazu ist schier unübersichtlich. Die Deutsche Nationalbibliothek findet für den Begriff Grenze 8.444 Ausführungen, Amazon sogar über 30.000 Bücher mit Titel mit Grenze. So viel zur Theorie. Die westliche Grenze Rumäniens wurde erst vor fast genau 100 Jahren nach dem Trianoner Vertrag unterzeichnet, am 4. Juni 1920 festgelegt und im April 1924 minimal korrigiert, als einige Banater Ortschaften, die 1920 Jugoslawien zugesprochen wurden, zum Beispiel Hatzfeld, Ostern, Cene, Großscham, gegen die im gleichen Jahr Rumänien zugesprochenen Gemeinden Medea bzw. Pardan, Modos oder Jascha Tomic, Großgaj, Veliki Gaj Serbisch, Kaptalan, Buschenje und Šurjan ausgetauscht wurden. Über die Gründe dieses Tausches gibt es mehrere Erklärungen, die hier aber nicht zur Debatte stehen. Die südwestliche Grenze teilte damals das neu gegründete Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, später Jugoslawien oder Südslawien genannt, vom Königreich Rumänien. Erst 1945 kam ein Problem auf. Durch Titos liberale Politik teilte diese Grenze das prosowjetische Rumänien von dem zwar auch kommunistischen, aber prowestlichen orientierten Jugoslawien, das später auch nicht dem Warschauer Pakt beigetreten war. In Hatzfeld sah man in den 50er Jahren Plakate, auf dem Tito als Henker dargestellt wurde, in einer Hand eine bluttriefende Sichel und in der anderen Hand ein Sack mit Dollars. So galt die Grenze zu Serbien ab 1945 eben als Grenze zwischen Ost und West, die es galt zu überwinden, um in die Freiheit zu gelangen. Die Serben haben aber auch Tausende von Flüchtlingen entsprechend einer bilateralen Vereinbarung wieder an Rumänien ausgeliefert. Für diese hat die Hölle an der Grenze mit Prügel und Folter begonnen. Erst wenn man in Belgrad bei der deutschen Botschaft angekommen ist, konnte man sich sicher wähnen. Viele, eine genaue Zahl müsste noch recherchiert werden, haben diesen Freiheitsdrang mit Monate oder jahrelangen Inhaftierungen oder gar den Tod bezahlt. Aus dem anfangs genannten Buch ist Folgendes zu entnehmen. Vom 1. September 1980 bis zum 30. September 1989 haben mehr als 16.000 rumänische Staatsbürger Fluchtversuche unternommen, wobei für das Jahr 1989 die Monate April, Mai und Juni nicht belegt sind. Von diesen 16.000 ist angeblich nur rund 4.000 die Flucht gelungen. Im Jahr 1975 sollen 826 Personen die Westgrenze verletzt haben, nur 72 soll die Flucht gelungen sein. Selbst der Versuch, über die Grenze zu kommen, wurde bei Verrat durch die allgegenwärtigen Spitzel mit Gefängnis bestraft, obwohl die Staatsgrenze überhaupt nicht verletzt wurde. Erst im Dezember nach Weihnachten 1989 wurde diese Grenze geöffnet. Schon 1970 wurde bei Hatzfeld zwar ein großes modernes Grenzgebäude gebaut, aber nur wenige Personen erhielten den Reisepass für den kleinen Grenzverkehr, der sogenannte Passaport de Mic Traffic. Dafür konnten immer mehr Menschen aus dem Nachbarland Jugoslawien nach Rumänien einreisen und auf dem Serbenmarkt ihre Waren verkaufen. Wenn die Westgrenze Rumäniens als blutigste bezeichnet wird, bietet sich ein Vergleich mit der innendeutschen Grenze an, die 40 Jahre lang als sicherste Grenze Europas galt. Seit 1950 gab es an der rumänischen Grenze keine Selbstschussanlagen, an der innendeutschen Grenze gab es diese hingegen bis 1989. Diese war auch solider und technisch besser ausgestattet. Die rumänische grüne Grenze, im Unterschied zu jener an der Donau, hatte zwar auch einen Todesstreifen, der war aber durch Drähte gesichert, die mit Klingeln und Leuchtraketenanlagen versehen waren. So wusste man in Hatzfeld, immer wenn die Grenze verletzt wurde, es stiegen Leuchtraketen auf, wie heutzutage zum Jahreswechsel, aber viel öfter, fast täglich. Diese
wurden entweder automatisch oder von Grenzsoldaten, die Hilfe brauchten, abgefeuert. Die verschiedenen Farben der Leuchtmittel hatten Codefunktion. Dann gab es die Aussichtstürme für Wachtposten, das Piquet, wobei der Begriff erklärt werden muss. Im rumänischen Duden, dem Dex, steht Piquet ursprünglich Streikposten. Erstens eine Untereinheit, die für die Sicherheit der marschierenden oder stationären Truppen zuständig ist. Zweitens, oft gefolgt von der Bestimmung von Grenzschutzbeamten, Untereinheit, die in der Vergangenheit mit der Bewachung eines Abschnitts der Grenze beauftragt wurde. Oder ein Gebäude, in dem sich diese Untereinheit befand. Drittens, eine organisierte Einrichtung, militärisch oder zivil, die für die Verteidigung oder Bewachung eines wichtigen Ziels, das Löschen von Bränden in einem Unternehmen und so weiter zuständig ist. Streikposten waren dann eine Gruppe von Streikenden, die am Tor ihres Unternehmens stehen, um zu verhindern, dass Außenstehende streiken und die Einbrecher in das Unternehmen eindringen. Holz- oder Metallpfahl, der in den Boden eingeführt wird, um einen Punkt einer Ausrichtung oder eines Weges, den Ort, an dem ein Baumsäbling gepflanzt werden sollte, zu markieren. Etymologisch kommt das von Französisch Streikposten, Deutsch Piquet, Russisch auch Piquet, das heißt, dass sowohl der Aussichtsturm als auch die Unterkunft der Grenzsoldaten als Piquet bezeichnet wurde. Teilweise gab es auch Stacheldrahtzäune am Grenzstreifen. Und an der Donau hingegen lauerten die Soldaten am rumänischen Flussufer im Gras, um zu verhindern, dass jemand ins Wasser steigt. Als Alternative galt, dass man mit einem Touristen- oder Linienschiff von Drobeta Turnus Severin nach Moldova-Noa durch den Kasanpass fährt und dann auf der jugoslawischen Seite ins Wasser springt. Doch das war nur in der Ebene möglich, wo die Donau breit war. Im Kasanpass selbst gab es beidseitig nur steile Felswände. Kaum war die Ebene in Sicht, erschienen auf dem Schiff an der nach Jugoslawien gekehrten Seite Soldaten mit Kalaschnikows, es waren immer bis zu 10 Grenzer, auf einem Schiff dabei, um die Passagiere zu bewachen. Und wiesen die Schiffsgäste an, sich auf die rumänische Seite zu begeben, wobei das Schiff sich durch das Gewicht zeitweilig auf die Seite neigte. Die Soldaten schreckten nicht davor zurück, einen Schwimmenden im Wasser zu erschießen. Allerdings durften sie nicht über die Hälfte des Stromes oder auf das jugoslawische Ufer schießen. Das galt als Grenzverletzung. Selbst DDR-Bürger versuchten, über die Donau zu schwimmen. Ein tragischer Fall einer Olympiateilnehmer ist bekannt, die bei Orschowa über die Donau schwamm, aber unglücklicherweise auf der anderen Seite noch immer in Rumänien war, da dort die Donau eine Bucht hatte. Sie hatte im Wasser die Richtung verloren. Als sie aus dem Wasser stieg, empfingen die verdutzte Olympiaschwimmerin die lachenden rumänischen Grenzsoldaten mit den Worten "Da, da, Jugoslawia". Sie wurde an die DDR ausgeliefert. Ihr weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Über Erlebnisse und Modalitäten, die Grenze legal oder illegal zu überschreiten, werden Sie in weiteren Beiträgen der Tagung mehr erfahren. Es geht in den anderen Vorträgen ja auch um den Ausverkauf und um die halblegale Flucht mit einem Besuchspass in den Westen, aber immer wurde die Grenze aus der Diktatur in die Freiheit überschritten. Abschließend möchte ich mit ein paar Zitaten zum Nachdenken. Denn wo es feste Grenzen gibt, binden sie der stärkeren Seite die Hände, und wo diese sich über eine Grenze hinwegsetzt, machen Sie das Unrecht offenkundig. Plutarch. Schließlich besteht ja das Ding nur durch seine Grenzen und damit durch einen gewissermaßen feindseligen Akt gegen seine Umwelt. Robert Musil. Und ein letztes Zitat. Das umgrenzte Territorium ist das kulturelle Versuchsfeld, die politische Werkstatt der jeweiligen Gruppe. Hier zeigt sie, was sie kann. Alexander Demand.